Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr hinter mir seht, geht es heute um das Thema Leitern und zwar im Heimbereich, Hobbybereich und Heimwerkerbereich. In diesem Video werde ich tatkräftig unterstützt durch den Shop Mi Weber. Beginnen wir doch einfach mal mit der Frage, was für Leitern gibt es denn überhaupt? Zum einen gibt es da die ganz kleinen Leitern, das kennt ihr zum Beispiel von Tritten. Diese werden meistens für kleine Reinigungsarbeiten oder ähnliches verwendet oder ganz kleine Stehleitern. Dann gibt es die Multifunktionsleitern, die etwas größeren Stehleitern und die dementsprechenden Klappleitern. Und zu guter Letzt gibt es dann noch die richtig großen professionellen Stehleitern. Ich habe mich jetzt hier für dieses Video für diese beiden Leitern entschieden. Einmal sind es beides Multifunktionsleitern, es sind beides Stehleitern. Das eine ist eine Klappleiter, das andere ist eine Multifunktionsleiter, die ich auch als Stehleiter nutzen kann. Und warum habe ich mich für diese beiden Leitern entschieden? Das sind eigentlich die Leitermodelle, die am meisten von Heimwerkern, Handwerkern eingesetzt werden. Schauen wir uns einfach mal an, worauf wir achten müssen, wenn wir mit solchen Leitern arbeiten. Bevor wir allerdings jetzt mit einer Leiter arbeiten können, benötigen wir natürlich erstmal die richtige Leiter für den richtigen Zweck. Gerade für uns Heimwerker ist es da sehr interessant, sich eine Multifunktionsleiter anzuschauen, denn hier hat man meistens eine Leiter, die mehrere Einsatzgebiete abdeckt. Hier gibt es allerdings einige Punkte zu beachten, besonders vor dem Kauf der Leiter. Neben dem Einsatzzweck der Leiter ist es sehr wichtig, auch eine zertifizierte Leiter zu erwerben. Achtet bitte vor dem Kauf darauf, dass eure Leiter nach der EN 131 zertifiziert ist. Des Weiteren ist ein sehr wichtiges Kriterium für mich die Traglast der Leitern. Man sollte keine Leiter erwerben, die eine Traglast deutlich unter 150 Kilo hat. Das ist einfach zu wenig, um auf dieser Leiter vernünftig arbeiten zu können. Dann kommen wir noch zum Material der Leiter. Im Hobby- und Heimwerkerbereich kommen meistens hier diese Aluminiumleitern zum Einsatz. Es gibt natürlich auch andere Materialien, aus denen Leitern gefertigt werden. Allerdings hat sich Aluminium als das sinnvollste Material herausgestellt, besonders hier für den schnellen Einsatz bei Leitern. Aluminium hat einen großen Vorteil. Es ist leicht, es ist witterungsbeständig. Man kann also dementsprechend die Leitern gut transportieren und auch gut handhaben. Aluminium hat allerdings auch einige große Nachteile. Ein sehr großer Nachteil ist, Aluminium leitet Strom. Achtet also darauf, wenn ihr verstärkt an elektrischen Anlagen arbeitet, ist eine Aluminiumleiter nicht immer die beste Wahl. Des Weiteren hat Aluminium auch noch einen weiteren Nachteil. Diese Leitern sind stoß- und schlagempfindlich, was also bedeutet, wenn man diese Leitern in einem sehr rauen Einsatzgebiet einsetzt, das heißt, sie fallen auch mal um oder werden hier mal eingeklemmt, gequetscht, so hat das Aluminiumprofil meistens den Nachteil, dass es sich verformt oder gar beschädigt wird. Allerdings arbeiten wir hier im Heimwerkerbereich, im Hobbybereich und hierfür ist die Aluminiumleiter einfach die beste Wahl. Haben wir nun das Einsatzgebiet und die dazu passende Leiter uns ausgesucht, gibt es einige Dinge noch vor der Benutzung zu beachten. Achtet bitte vor der Benutzung der Leiter darauf, dass ihr jedes Mal vor der Benutzung eine Art Sichtprüfung dieser Leiter durchführt. Sucht nach Beschädigungen, sucht nach Verformungen oder anderen Auffälligkeiten. Ist dieses der Fall oder findet ihr derartige Auffälligkeiten, verwendet diese Leiter bitte nicht, sondert sie aus oder lasst sie eventuell reparieren. Auch der Einsatz oder der Einsatzort ist sehr wichtig. Achtet bitte darauf, wenn ihr die Leitern einsetzt, dass ihr sie nur auf ordentlichen Untergründen verwendet. Achtet darauf, dass dieser Untergrund nicht gerade rutschig ist, nicht gerade sehr nass ist oder in irgendeiner Form instabil ist. Dann kommen wir gleich zu unserem ersten Einsatzgebiet. Ich möchte jetzt hier auf diese Garage steigen und habe mich jetzt hier für diese Multifunktionsleiter entschieden. Wie kommen wir auf das Garagendach? Hier gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir legen unsere Multifunktionsleiter zusammen. Hier nochmal ein kleiner Tipp. Diese hat hier unten Verriegelungen. Achtet auch bitte darauf, dass diese immer ordnungsgemäß verriegelt sind. Nun begeben wir uns mit der Leiter zum Objekt, stellen diese an das Objekt und jetzt wird meistens der Hauptfehler begangen. Die Leiter wird nicht ausreichend ausgezogen. Eine Leiter, die an einem Objekt angelegt wird, auf das wir aufsteigen wollen, sollte mindestens einen Meter über das Objekt hinausreichen. Das mache ich einfach mal, indem ich sie einfach ausschiebe. Beim Ausschieben der Leiter achtet ihr bitte darauf, dass ihr die Leiterteile nicht zu weit ausschiebt. Achtet darauf, was in der Bedienungsanleitung der Leiter steht
und schiebt dementsprechend das Teil nicht zu weit nach oben heraus. Ihr könnt dann dementsprechend hier ja noch das zweite Teil dazu verwenden und dieses dann auch noch zum Ausschieben verwenden oder hinzuziehen. Nun haben wir unsere Leiter so angestellt, dass sie deutlich über einen Meter über unser Objekt hinaussteht. Jetzt kommt es darauf an, wie müssen wir denn eine Leiter hinstellen? Hier sollte man in der Regel einen Winkel von 65 bis 75 Grad einhalten. Da wir hierfür aber normalerweise kein Winkelmesser einstecken haben, gibt es hier einen kleinen Trick, und zwar die Ellenbogenmethode. Ihr stellt euch einfach mit dem Fuß hier unten an die Leiter und streckt den Ellenbogen aus. Hier muss nun die Leiter euren Ellenbogen berühren. Das ist hier in meinem Fall nicht der Fall. Also muss ich die Leiter etwas umstellen. Wir überprüfen das nochmal. Jetzt haben wir unseren Winkel erreicht und jetzt können wir die Leiter gefahrlos begehen. Den Vorteil dieser Methode seht ihr nun. Ihr seht, ich bin auf dem Dach, habe immer noch eine Möglichkeit, mich hier an der Leiter ordentlich festzuhalten, kann hier ordentlich übersteigen und dementsprechend mein Objekt sicher betreten. Auch beim Absteigen habe ich hier die Möglichkeit, wieder mich an der Leiter festzuhalten, kann im aufrechten Zustand die Leiter benutzen und so wieder das Objekt verlassen. Eine zweite Möglichkeit hier, diesen Höhenunterschied zu überwinden, ist natürlich auch der Einsatz unserer Multifunktionsleiter als Stehleiter. Hierfür klappen wir sie einfach auf. Und achten hierbei darauf natürlich, dass hier drinnen unser Trägerseil gespannt ist. Haben wir unsere Leiter so platziert, können wir natürlich diese Leiter auch ausziehen. Hier allerdings noch ein wichtiger Hinweis, gerade bei Stehleitern, die in diesem Zustand ausgefahren sind. Hier müsst ihr darauf achten, es dürfen die oberen vier Sprossen der Stehleiter im ausgezogenen Zustand nicht betreten werden. Das ist ein Sicherheitsfakt und soll verhindern, dass diese Leiter nach vorne umkippt. Viele wissen das nicht. Ich möchte es hier mal am Rand mit erwähnen, denn hier verliert man ganz schnell das Gleichgewicht auf der Leiter und die ganze Geschichte kippt um. Jetzt haben wir natürlich auch unsere Leiter wieder so positioniert, dass sie circa wieder einen Meter über unser Objekt hinausragt. Und ihr seht, auch so sind wir wieder sicher in der Lage, das Objekt zu betreten und haben immer einen guten Halt an der Leiter, weil wir sie überstehen lassen haben. Eine weitere Möglichkeit, mit so einer Multifunktionsleiter zu arbeiten, ist natürlich auch der Einsatz als Anlegeleiter. Auch hier gilt wieder dasselbe Prinzip: fester Untergrund, stabiler Stand und auch hier wieder die Ellenbogenmethode. Wir treten an die Leiter. Wir haben wieder unseren Winkel von 65 bis 75 Grad und können nun so unsere Anlegeleiter verwenden. Wenn wir die Anlegeleiter besteigen, sollte man immer darauf achten, dass man beide Hände an der Leiter hat. Hier kommt es meistens auch zu Problemen, wenn man mit Werkzeug hier hochsteigt. Achtet vielleicht darauf, das Werkzeug einzustecken, irgendwelche Gürtel zu verwenden, um auf die Leiter zu steigen, sodass ihr euch immer gut an der Leiter festhalten könnt. Zum Besteigen der Leiter. Im Heimwerkerbereich wird oftmals die Leiter außen angefasst. Ich bin bei der Feuerwehr. Wir haben gelernt, es ist immer besser, die Leiter hier innen anzufassen und hier im Kreuzgang die Leiter zu besteigen. Sind wir nun oben an der Leiter angekommen, ist es auch hier wichtig, die Leiter nicht zu hoch zu besteigen. Man sollte immer mindestens drei obere Sprossen der Leiter noch freilassen, sodass man immer noch einen sauberen Halt an der Leiter hat und nicht aus irgendeinem Grund diese Sprossen übersteigt und dann zu dicht an der Wand steht. Und das kann dann auch dazu führen, dass die Leiter umfällt. Zum Arbeiten auf der Leiter, hier gibt es auch Einschränkungen. Euer Arbeitsradius ist hier begrenzt, was also bedeutet, wir können auf der Leiter maximal in diesem Bereich arbeiten. Wenn wir uns über die Leiter hinaus lehnen müssen, wird es gefährlich. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also bleibt auf der Leiter gerade stehen und arbeitet hier in diesem Arbeitsbereich. Wenn ihr einen weiteren Arbeitsbereich möchtet, müsst ihr die Leiter umstellen. Ein weiteres beliebtes Einsatzgebiet, besonders auch im Heimwerkerbereich, ist das Arbeiten hier auf Gefälle. Was also bedeutet, wir haben hier eine leicht abschüssige Fläche, auf der wir unsere Leiter aufstellen müssen. Wie ihr seht, kommen wir hier mit unserer Anlegeleiter nicht mehr sehr weit. Diese steht schief und wenn wir jetzt hiermit arbeiten wollten, müssten wir abenteuerlich unterbauen. Das sollte man natürlich vermeiden. Für diesen Einsatzzweck setze ich sehr gerne hier diese Mehrzweckteleskopleitern ein. Diese haben auch hier oben einen Klappscharnier. Wir öffnen diese einfach mal und wir sehen, es wird
eine Standard-Stehleiter daraus. Sie hat aber einen großen Vorteil. Diese Leiter verfügt hier über diese Verriegelungsfunktion. Diese können wir öffnen und können das Innenteil herausziehen. Und haben uns so eine gute Möglichkeit geschaffen, auch hier unsere Arbeit gefahrlos fortzuführen. Wir können so sauber auf der Leiter arbeiten und haben auch einen guten Stand. Ähnlich gehen wir auch beim Arbeiten auf Treppen vor. Auch hier nehme ich meine Mehrzweckteleskopleiter und diese können wir auch sehr einfach auf Treppen einsetzen. Hierfür stellen wir die Leiter auf die Stufe, auf der wir arbeiten möchten, klappen sie auf, stellen sie auf die untere Stufe oder auf das untere Podest, lösen wieder unsere Verriegelung und schieben die Leiter einfach aus. Das Verriegeln nicht vergessen. Und so haben wir die Möglichkeit, auch sicher auf einer Treppe zu arbeiten und dann hier unsere Reparaturarbeiten, Malerarbeiten oder was auch immer auszuführen. Das gerade eben Gezeigte kann natürlich auch an einer Wand angewendet werden, wenn wir zum Beispiel die Wand nicht beschädigen wollen mit der Leiter oder hier so einen Absatz überspringen wollen. Hierfür auch einfach wieder die Leiter an die Wand stellen, aufklappen. Und das Innere herausschieben. Hierbei verwenden wir das Hinterteil der Leiter als Standfuß und das Vorderteil zum Besteigen. Somit sind wir auch wieder in der Lage, hier Reparaturen auszuführen, ohne die Leiter direkt mit der Wand in Berührung zu bringen. Zum Beispiel bei gedämmten Wänden könnte das auch recht interessant sein. So eine Mehrzweckteleskopleiter kann natürlich auch als Anlegeleiter genutzt werden. Hierfür klappen wir sie einfach auf und können sie so einfach auf Position bringen. Wir machen wieder unseren Test. Und können nun so unsere Leiter als Anlegeleiter verwenden. So eine Mehrzweckteleskopleiter kann natürlich auch als Stehleiter verwendet werden. Hier gibt es allerdings noch eine Besonderheit. Wir können das Innere herausnehmen und haben somit nochmal eine kleinere Stehleiter. Zur Verwendung von Stehleitern, freistehenden Stehleitern, das wäre sowas hier. Hier gibt es auch einen wichtigen Punkt zu beachten. Eine freistehende Stehleiter sollte maximal bis zur dritten Sprosse verwendet werden. Das heißt maximal so, sodass wir hier vorne noch einen Knieschluss mit der obersten Sprosse haben und so noch einen sicheren Stand auf dieser Stehleiter. Bitte diese Stehleiter nicht bis zur letzten Stufe oder Sprosse verwenden. Hier besteht dann auch wieder das Risiko des Umstürzens oder Umfallens der Leiter. Auch ein wichtiger Punkt, den ihr natürlich beim Arbeiten mit Leitern beachten solltet, ist eine vernünftige Schutzkleidung und dementsprechend auch vernünftiges festes Schuhwerk. Ohne derartige Ausrüstung sollte man überhaupt nicht auf so eine Leiter steigen. Des Weiteren neige ich immer dazu, auch Leitern gerne zu zweit zu verwenden, denn es ist immer schön, wenn jemand unten am Boden steht und euch nochmal auf der Leiter sichern kann. Damit habe ich euch im Großen und Ganzen die wichtigsten Punkte erläutert. Noch ein wichtiger Hinweis: Das hier Gezeigte ist nur ergänzendes Material. Wenn ihr so eine Leiter verwenden wollt, schaut bitte mal auf die Seite eurer Leiter. Hier findet ihr in der Regel solche Piktogramme und Sicherheitshinweise. Diese schaut ihr euch bitte noch mal ganz genau an. Diese sind für euch bindend und diese geben dann auch an, was ihr wirklich mit dieser Leiter machen dürft und was nicht. So, und damit bin ich dann auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich weiß, das Thema Leitern ist sehr umfassend. Wir hätten hier noch viel mehr erzählen können. Allerdings soll das jetzt erstmal für diese beiden Leitertypen reichen. Es gibt natürlich noch weitere Leitertypen, die man auch im Hobby- oder Heimwerkerbereich gut einsetzen kann. Dazu gehören zum Beispiel auch Multifunktionsleitern, die man zu Gerüsten umbauen kann oder ultrakompakte Leitern. Wenn ihr an diesem Thema interessiert seid, teilt es mir doch einfach unten in den Kommentaren mit. So kann ich eventuell dazu dann auch nochmal ein Video machen. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei dem Online-Shop Miveba bedanken, der mir netterweise diese beiden Leitern zur Verfügung gestellt hat, sodass ich dieses Video drehen konnte. Diese beiden Carfu-Leitern sowie natürlich auch weitere Leitern findet ihr in dem besagten Shop. Link dazu natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung.
Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch noch um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, kein Problem. Abonniert hier einfach meinen Kanal, denn abonnieren auf YouTube ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr keines meiner weiteren Videos mehr verpassen wollt, so klickt einfach noch neben dem Abo-Button auf das Glockensymbol. Ich sage damit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.